Servus zusammen. Servus zusammen. Heute sprechen wir über mein Becken, die Einlaufphase und welche Bakterien wir dafür benutzen. Und was uns sonst schon alles einfällt. Viel Spaß beim Video. Mein Name ist Tobi, seit vielen Jahren begeisterter Terrianer, Aquarianer und Hundebesitzer. Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen. Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken, sowie aus meinen Erfahrungen, Tipps und Fehlern lernen. Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt. So, bevor wir euch aber ein wunderschönes Produkt von Fauna Marine vorstellen, das euch beim Start auf jeden Fall hilft, reden wir jetzt als allererstes über das neue Projekt, und zwar über das Anemonenprojekt. Da sind wir mitten im Start drinnen und wir wollen euch mal ein bisschen auf dem Laufen halten, wie es gerade im Aquarium ausschaut. Genau, es läuft jetzt eine Woche. Die Putzcrew ist richtig fleißig unterwegs. Die ersten Kieselalgen sind seit 2-3 Tagen da. Ja. Es sind jetzt leichte Beläge an den Scheiben. Die Anemonen quetschen richtig gut, die sind alle richtig schön offen. Und ja, einige waren schon fleißig unterwegs. Schauen wir mal, ob sie an dem Platz jetzt bleiben oder ob es weitergeht. Ja, eine müssen wir auf jeden Fall noch ihren Platz zeigen, weil die ist an der Scheibe oben und das gefällt uns nicht so gut. Wir hoffen, dass sie da hingeht, wo sie uns dann gefällt, aber wir werden sehen. Was noch ganz wichtig ist, ein Tipp von mir meinerseits, wenn ihr am Anfang, am Start vom Aquarium die Cleaning Crew einsetzt, ist es vielleicht positiv, nicht jeden Tag die Bakterienblüte, was man so nennt, am Glas wegzuputzen, denn eure ganze Cleaning Crew mag das Ganze sehr gern. Das heißt, bei mir wäre es so, ich würde nur alle 3 Tage machen und ja, die Cleaning Crew auch ein bisschen was Gutes zur Verpflegung im Aquarium lassen. Das ist das Update und jetzt würde ich sagen, wir erzählen euch ein bisschen was über das Bactoplant. Bakterien sind in jedem Stall sehr wichtig, besonders in meinem Becken ist ja auch nur totes Gestein drin, kein Lebendgestein. Und dafür nutzen wir das Bactoplant. Und zwar ist es perfekt für einen schnellen und stabilen Start von eurem Meerwasserbecken. Vom neuen Meerwasserbecken. Vom neuen Meerwasserbecken. Und es ist nicht nur für den Neustart perfekt, sondern auch für alte oder ältere Aquarien, die das Ganze einfach mal wieder ein bisschen auffrischen möchten. Und zwar stützt es den Stick- und Nährstoffhaushalt und es ist ein extrem konzentrierter Mix aus lebenden Bakterien. Lebende Bakterien sind in eurem Aquarium wirklich wichtig, weil, man muss ganz ehrlich sagen, gehen wir wieder ein bisschen ins Detail, aber da werden wir sicher später nochmal drüber quatschen, gesunde und nützliche Bakterien sind in eurem Meerwasseraquarium das A und O. Egal ob fürs Wasser, für die Wasserqualität, egal ob für die Fische, um die ganze Vitalität für ihnen aufzubauen oder auch aber auch natürlich für eure Korallen, damit es denen dann gut geht. Außerdem sind da drin hydrolytische Enzyme und zwar reduzieren die unerwünschte Nährstoffe. Ah, jetzt bin ich dran, okay. Reduziert den Schlamm in eurem Becken und die Detritus-Ablagerungen. Das hilft, ihr erklärt da gleich ein bisschen genaueres dazu. Das hilft auch gegen unerwünschte Bakterien, wie zum Beispiel Kyanos oder die Dinoalgen. Wir haben ja vorhin, oder sie hat ja vorhin schon gesagt, bei uns im Becken starten ja jetzt die Algen. Und wenn ihr sowas beim Start benutzt, dann ist es nicht dagegen, sondern es hilft nur euch im Aquarium, dass es nicht überhand nimmt. So, dass eben eurem Becken das Ganze im eingedämmten Zustand bleibt. Ihr wisst ja, wenn man ein Becken neu startet, sollte man das Ganze mit Korallen zuballern, so gut wie ihr nur könnt. Denn das sind die Gegenstände in eurem Aquarium, die euch eben am meisten helfen, solche unerwünschten Bakterien und alles, was ihr so im Becken drinnen haben, nicht haben solltet, zum Rausziehen. Und da ist auch ganz wichtig, nochmal ein kleiner Tipp von mir, wir sind ja in der Startphase. Es ist es nicht positiv, da
irgendwelche High-End-Korallen einzusetzen, sondern ihr solltet schauen, dass natürlich einige Anfängerkorallen drinnen sind und ihr braucht Biomasse. Biomasse heißt das, keine Koralle mit einem harten Stamm, sondern wo der Stamm aus zum Beispiel einer Lederkoralle wirklich alles schön eine Koralle ist, weil dann habt ihr schöne Biomasse, wo euch alles rauszieht. Ich glaube, das passt, oder? Ja. Auf jeden Fall. Außerdem verbessert es die Farbe und das Wachstum all eurer Fische und Korallen. Und es verbessert die Abschäumung, wobei man sagen muss, in dem kleinen Becken von mir läuft aktuell kein Abschäumer. Ja, das wird auch voraussichtlich jetzt mal so bleiben, weil wir die Erfahrung gemacht haben, wie zum Beispiel in unserem Nanobecken hinter uns. Da sind wir zuerst mit Abschäumer gefahren, ganz am Anfang. Und wenn der bei uns 24 Stunden läuft, dann schäumt er nicht ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich angefangen, das Ganze einmal in der Woche einzuschalten. Und da war dann nur ungefähr ein Viertel vom Abschäumer voll. Und wenn ihr schaut, dass das Gleichgewicht von euren Fischen und Korallen im Wasser oder in eurem Aquarium passt, bei so einem Nanobecken, wir reden immer von einem Nanobecken und von Anfängerkorallen, bitte immer beachten, dann werdet ihr da auch keinen Abschäumer brauchen, wenn ihr regelmäßig Wasserwechsel macht und die Werte in Kontrolle habt. Denn das, was eure Fische raushauen, wandeln eure Korallen um, sodass das Wasser eigentlich perfekt passt. Es gibt es in verschiedenen Größen. Einmal in 250 ml, 500 ml, 1000 ml. Und ihr solltet das Ganze morgens dosieren. Ozon und UV für 2-3 Stunden ausmachen, ganz wichtig. Wenn ihr das im Becken habt, wenn nicht, dann klar, muss man sich das schalten. Die Dosierung 3 ml auf 100 Liter Wasser wöchentlich, ältere nur 30%. Beim Neustart, so wie wir das gerade machen, müsst ihr die ersten 3 Tage 10 ml und danach 5 ml in der Woche auf 100 Liter Wasser. Genau, und wir haben damit am zweiten Tag gestartet. Genau. Eben 3 Tage lang jeden Tag und jetzt einmal die Woche. Genau. Man muss dazu sagen, wir haben sonst unsere Aquarien immer mit anderen Bakterien gestartet. Sind wir offen und ehrlich, ihr wisst es, wir sind immer offen und ehrlich zu euch. Und wir starten das Ganze jetzt zum ersten Mal mit Fauna Marin. Und sind wir gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Das heißt, wir können auf jeden Fall im Update was dazu sagen, wie das Ganze uns gefällt und wie es funktioniert hat. Aber das Wichtigste von dem Ganzen: Fauna Marin Produkte sind alle entwickelt und produziert in Deutschland. Genau, und das finden wir eigentlich ziemlich cool. Da schauen wir sehr, sehr drauf, dass wir so gut wie möglich das Ganze in unserer Umgebung sozusagen holen, bis auf bestimmte Sachen, wie zum Beispiel die Kessellampen. Aber sonst schauen wir eigentlich schon drauf, dass es so ist. Genau. So, aber jetzt schauen wir uns mal gemeinsam das Becken an. Wie gesagt, läuft jetzt eine Woche. Viel Spaß! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood, but then I... Was sagt ihr dazu? Die Korallen schauen mal richtig, richtig mega und aufgebläht aus. Fehlen natürlich noch ein paar. Die sollen ja auch noch wachsen und sich vermehren hoffentlich. Aber sonst schaut es jetzt für die erste Woche cool aus. Das auf alle Fälle, ja. Und was von mir noch ist, wenn ihr so Anemonenbecken macht, dann braucht ihr keine Angst haben. Einmal am Tag schaut jede Anemone aus, als wie sie flach wäre und ganz zusammengezogen. Und ich schaue bei euch was ein, da fangen, das einfilmen kann.
Das macht die Anemone circa einmal am Tag. Das heißt, die pumpt ihr ganzes Wasser aus dem Körper raus und holt sich dann frisches Wasser rein. Da haben wir auch zuerst nachlesen müssen, aber keine Angst, es ist ganz normal und schaut aber schlimm aus. Genau. Aber zwei machen es nicht. Die Grüne auch noch nicht. Die Grüne auch noch nicht, ja, stimmt. Genau. Drei haben es nicht gemacht und drei machen es wirklich jeden Tag, immer um dieselbe Zeit, zwischen 17 und 18 Uhr. Ja. Da kann man eigentlich die Uhr nachstellen nach den Korallen. Mhm. Und das ist immer ganz wichtig. Bitte, wenn ihr sowas startet und macht, schaut euch die Korallen jeden Tag an, stellt euch ein bisschen vor das Becken, auch in verschiedenen Uhrzeiten. Denn so kriegt man ein bisschen Überblick über die Korallen, in welcher Uhrzeit sie wie sind. Und da kann man ganz schön viel herausfinden, ob es der Koralle gut geht oder nicht. Ob man mal Wasser testen sollte oder mal ein Wasser einschicken sollte, was man halt nicht messen kann. Und da sind wir schon im richtigen Thema, denn heute steht auf dem Programm bei uns Wassertest. Einmal Tröpfchentest, volles Programm. Wir wollen mal wissen, wie es nach einer Woche aussieht. Genau. Und wenn wir da gerade dabei sind, wenn die Werte bei uns jetzt so weit passen, dann werden wir auf jeden Fall nächste Woche bei unserem wöchentlichen Wasserwechsel, bei unseren ganzen Meerwasser-Aquarien, werden wir auf jeden Fall 10% mit wechseln, sodass ein bisschen frisches Wasser und frischer Wind ins Becken mit reinkommt. Dann steht jetzt auf dem Plan, auf jeden Fall bei uns noch, wenn wir gerade vom Becken reden, Fische. Wir werden uns auf jeden Fall demnächst um Fische kümmern. Denn falls euch das Ganze interessiert, über unser großes Becken haben wir auch einige Videos gemacht. Da steht es auch die nächste Zeit wieder an Fischbesatz machen. Denn wir haben da eine schlimme Erfahrung miterleben müssen. Könnt ihr euch ja das 2-Monats-Update anschauen, da werden wir euch alles erzählen. Auf jeden Fall sehr interessant. So, zurück zum Produkt. Bis jetzt sind wir sehr zufrieden mit dem Ganzen. Wir werden das Ganze weiter testen. Wenn ihr da jeden Tag auf dem Laufenden sein wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall auf Instagram vorbeischauen. Da machen wir nämlich jeden Tag nice Stories, Reels und Posts und auf TikTok genauso. Genau. Und wir sind schon am Ende. Das heißt, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann liken, teilen, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching.